Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll es von mir eine Rezension bzw. eigentlich eine Reihenvorstellung geben. Und ja, es geht um die Bücher The Secret Book Club, hauptsächlich zwar um den dritten, aber ich wollte euch auch nochmal was über die anderen erzählen. Ich habe die Bücher vom Verlag als Rezensionsexemplar bekommen und deswegen, wundert euch nicht, werde ich hier in das Video Werbung schreiben, zur Sicherheit. Aber das hat natürlich meine Meinung nicht beeinflusst, also genau, so viel dazu. Ihr wisst wahrscheinlich, dass ich zu den anderen beiden Büchern, also zu Band 1 und zu Band 2, schon Rezension abgedreht habe. Und jetzt kommt die Rezension zu Band 3, aber nichtsdestotrotz wollte ich euch die Reihe einfach nochmal vorstellen. Und zwar ist das hier Band 1, das ist Band 2 und das ist Band 3, der jetzt noch ziemlich neu erschienen ist. Und ja, in diesem Büchern geht es, wie der Titel schon sagt, um The Secret Book Club. Und The Secret Book Club ist eine Vereinigung von Männern. Und diese Männer, die treffen sich gemeinsam und die lesen gemeinsam Bücher, um einfach die Frauenwelt besser zu verstehen, beziehungsweise vielleicht in ihren Beziehungen ein bisschen was besser zu machen. Und in jedem der drei Bücher geht es auch um ein anderes Pärchen. Jeweils immer ein Junge aus dem Book Club und einer, der eben halt, das ist dann halt die Frau, ne? Hier geht's, genau, in Band 1 geht's um Gavin und Thea. Und ja, genau, das ist Band 1. Hauptsache, ja, genau. Dann geht es hier um Brayden Mac und um Liv. Und Brayden Mac war, meine ich, derjenige, der den Book Club auch gegründet hat. Und in Band 3 geht es um Noah und Alexis. Und ja, fangen wir einfach mal an. Wie gesagt, es geht um Noah und Alexis. Und es ist so eine Friends-to-Lovers-Geschichte, weil die beiden sind halt beste Freunde. Die lernen sich in Band 2 oder in Band 1 kennen. Ich glaube, in Band 2, bin mir gerade aber nicht sicher. Also die lernen sich halt im Laufe der Reihe kennen und die sind halt in diesem Buch beste Freunde, aber irgendwie merken sie beide, dass da was mehr ist. Aber ja, keiner von beiden traut sich so wirklich, weil sie wollen beide natürlich ihre Freundschaft nicht kaputt machen und haben halt Angst, dass wenn sie irgendwie sagen, dass sie gerne mehr möchten, dass sie damit ihre Freundschaft kaputt machen. Und so bleiben sie halt dann einfach Freunde und sehen darüber hinweg, dass sie halt ja ein paar mehr Gefühle haben. Und ja, das ändert sich dann aber alles, als Noah dem Book Club beitritt, weil seine Freunde sind halt alle in diesem Book Club und ja, sie nötigen ihn so ein bisschen, in diesem Book Club beizutreten, und das macht er dann kurzerhand auch. Und ja, das ist so grob die Geschichte. Wie gesagt, es geht halt hier um eine Story, wo Freunde zu einem Liebespaar werden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat dieser Band am besten gefallen von allen. Ich fand ihn so toll. Also erstmal muss man dazu sagen, ich fand alle Bände wirklich richtig, richtig klasse. Einfach weil diese ganze Konstellation mit dem Book Club, es ist mal was komplett anderes. Es ist wirklich, es sind Bücher, die sind locker leicht, die sind super witzig. Und ich habe so oft laut gelacht, weil dieser Buchclub von diesen Männern teilweise Profisportler, der andere verdient irre viel Kohle, aber sie sind einfach total hilflos, wenn es um die Liebe geht und alles, was sie da machen sollen. Und dann gründen sie einfach diesen Buchclub, beziehungsweise sie sind dann einfach in diesem Buchclub und es ist einfach so unglaublich witzig, weil ich fand es halt richtig toll zu lesen, wenn die in ihrem Buchclub waren und da irgendwie so eine Sitzung oder so hatten. Es war einfach immer richtig, richtig lustig, oder es ist allgemein total schön, wie während aller Bände eigentlich so die Boys so richtig füreinander da sind. So das, was man sonst so typisch von den besten Freundinnen hat, ne? Also dass die beste Freundin der Protagonistin total für sie da ist. Das hat man jetzt auch hier bei den Männern nochmal so richtig gespürt und das war einfach total toll und es war total heimelig und es hat einfach absolut Spaß gemacht, das zu lesen. Nicht nur, weil es total witzig war, sondern teilweise auch wirklich gefühlvoll und emotional. Also die Bücher haben wirklich so
ja, eine perfekte Mischung aus allem. Sie sind lustig, sie sind mal was komplett anderes, weil sowas mit einem Buchclub von Männern hat man noch nicht gelesen. Und ja, sie sind auch emotional. Die Liebesgeschichte kommt natürlich auch nicht zu kurz. Aber auch das mit dem Buchclub kommt nicht zu kurz. Es ist einfach eine perfekte Mischung in allen drei Büchern. Aber trotzdem muss ich sagen, dass mir Band 3 am besten gefallen hat, was vor allem aber auch an den Charakteren lag. Also ich mag die Charaktere aus den anderen Büchern auch. Also ich würde sagen, Band 3 ist mein Platz 1, Band 2 ist mein Platz 2 und Band 1 wäre tatsächlich für mich auf Platz 3, wenn ich jetzt eine Rangfolge geben müsste. Aber wie gesagt, keines der Bücher ist schlecht. Ich habe sie alle absolut geliebt und ich bin sehr, sehr traurig, dass die Reihe jetzt vorbei ist. Ja, also wie gesagt, es lag hier sehr für mich an den Charakteren. Ich fand Alexis und Noah einfach so, so toll. Also vor allem auch Noah. Er ist einfach so ein lieber Mensch. So, ja, er hat so eine nerdige Seite und ja, er ist so nerdig, er ist gefühlvoll, aber auch sexy. Und ja, Alexis, die war zu lieb. Sie war so ein lieber Mensch einfach nur. Sie kümmert sich um alle anderen, aber um sich selbst nicht so wirklich. Und das war halt auch so eine Sache, die Noah gemerkt hat und ihr immer so ein bisschen unter die Nase gerieben hat. Und ja, es hat so viel Spaß gemacht. Und es waren halt auch so kleine Sachen, die das Buch wirklich richtig, richtig gut gemacht haben. Zum Beispiel hat Alexis eine Katze, nämlich Beefcake. Und die Katze ist einfach so witzig. Also es passieren so witzige Dinge mit ihr. Und das macht die Bücher für mich auch so ein bisschen aus, dass in jedem Buch immer so eine Kleinigkeit ist, die es nochmal so noch einen Ticken besonderer macht. Und ja, es gab so eine Kleinigkeit, die hätte ich jetzt persönlich nicht haben müssen in der Geschichte. Ja, einfach weil es so, ja, ich fand das ein bisschen, ja, übertrieben ist das falsche Wort, aber ja, schon so irgendwie übertrieben. Auch wenn es das falsche Wort ist, aber ich bringe damit zum Ausdruck, was ich meine. Ja, das hätte es für mich nicht gebraucht. Ich werde jetzt nicht sagen, worum es geht, weil das ein Spoiler wäre und ich spoiler ja in meinen Rezensionen nicht. Aber ansonsten war es wirklich eine richtig tolle Geschichte und ich war ganz am Anfang beim ersten Band. Das Buch ist halt immer aus der dritten Person, jeweils aus der Sicht von Alexis, jeweils aus der Sicht des männlichen und des weiblichen Protagonisten geschrieben. Und ich war so, oh nein, dritte Person, weil ich mag das normalerweise eher weniger. Es kommt immer auf die Geschichte an. In Fantasy kann ich das schon mehr ab als in so, ja, Romance New Adult Geschichten. Aber da merkt man hinterher gar nichts mehr von. Also wirklich, der Schreibstil ist so klasse und man fiebert so mit und ja, ich bin wirklich absolut hin und weg und wie gesagt, ich bin ein bisschen traurig, dass die Reihe vorbei ist, obwohl ich noch ein bisschen Hoffnung habe, weil die Vanni, mit der ich die Bücher übrigens auch zusammen gelesen habe, die hat mir gesagt, dass es im Englischen noch einen vierten Band gibt. Naja, auf jeden Fall war das meine, ja, kurze, knackige Reihenvorstellung, Rezension zu den Büchern. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass, falls ihr sie nicht kennt, ihr dort gerne mal vorbeischaut, weil es lohnt sich wirklich und es ist auch einfach so eine Geschichte, die kann man mal lesen nach einem stressigen Arbeitstag, wenn man einfach nur noch abschalten will und runterkommen will und das kann man mit diesen Büchern wirklich sehr, sehr gut. Sie sind jetzt nicht sehr anspruchsvoll, aber ja, sie bereiten einem einfach Spaß und Unterhaltung pur und es hat einfach absolut Spaß gemacht, die Jungs in ihrem Buchclub zu begleiten. Und deswegen, ja, bedanke ich mich nochmal beim KISS Verlag für die wundervollen Bücher und ja, ich freue mich sehr, vielleicht noch mehr irgendwann vom Buchclub zu lesen. Also ich könnte von diesen Büchern, glaube ich, noch 10 lesen. Das wäre für mich so wie diese Black Dagger-Reihe. Da könnten, glaube ich, 20 Bücher erscheinen. Ich würde jedes lesen, weil es einfach so viel Spaß macht. Aber schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr die Bücher schon kennt und wenn nicht, ob ihr vielleicht vorhabt, sie zu lesen. Ich kann sie euch auf jeden Fall sehr, sehr ans Herz legen und sehr empfehlen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!